Servus, grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin der Badenfarmer und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Neubartelshagen. Ich stehe hier beim Shop und das ist nicht ganz ohne Grund, denn wir sind ja kräftig am Ernten, am Abernten und unser Glas ist ja auf dem Rapsfeld unterwegs und ich möchte gerne jetzt noch einen weiteren Drescher kaufen und da schauen wir jetzt mal kurz in den Shop rein und mir schwebt eigentlich ein bisschen vor, der John Deere X9 1100. Und die Kombination hier ist ein Schneidwerk mit entweder 13,7, dann hier monströsen 15,2 Metern. Und was ich jetzt nicht ganz so schlecht finde, hier 12 Meter für die Sonnenblumen und für den Mais. Und wenn ich das richtig sehe, ist das auch ein Schneidwerk hier zum Einklappen. Und das würde natürlich auch den Transport etwas vereinfachen, denn 12 Meter ist schon ganz schön. Und wenn ich hier das Schneidwerk sehe mit 15,2, bin ich schon fast ein bisschen skeptisch, wie wir das transportieren wollen. Aber ich gucke noch mal rein in die Mods, ob wir da noch was anderes haben. Von John Deere, nein, jede Menge New Hollands, aber jetzt packen wir mal hier einen John Deere aufs Feld und ich glaube, den hatte ich auch noch nicht. Dann schauen wir mal, okay, EU oder US-Version, wir nehmen die EU-Version, Design 1 oder 2, da ist, glaube ich, einfach nur das Rohr etwas länger, oder? Ich denke, das sollte eigentlich mit dem hier ganz gut passen. So, und dann werden wir noch das Kennzeichen ändern. Typ. So passt es. Und zwar in FR, das haben wir schon. Und dann, na, hier haben wir es doch. SC. Und dann die Nummer. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir mittlerweile angelangt sind. Dann nehmen wir einfach mal die 65. Okay, das sollte soweit passen und dann ist der auch schon gekauft. Und jetzt schauen wir hier nochmal, was das Schneidwerk angeht. Mais und so weiter haben wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal Gerste und Hafer und ähnliches ernten. Und wie gesagt, also 15,2 Meter, das kommt mir doch dann ein bisschen groß vor. HD45X. So, HD45X. Dann schauen wir mal, welcher Schneidwerkswagen dann dazu passt. HD45X, den haben wir hier. So, das ist der hier. Ja, da gibt es jetzt nichts Besonderes zu konfigurieren, außer natürlich jetzt so das Kennzeichen, aber das ist jetzt auch egal. 13,7, das passt. Wunderbar. Und jetzt haben wir das ganze Material hier stehen. Dann schnappen wir uns das mal. Ah, schöner Sound. Okay. So. Dann fahren wir mal hier ran. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, da werden wir auf jeden Fall mit dem Schneidwerkwagen arbeiten müssen. So, dann mal schauen. Augenblick. Mit welchem Fahrzeug nehmen wir den hier erstmal? So. Weil da müssen wir ein bisschen rangieren, denn da liegt eine Palette hier vor dem Schneidwerkwagen. Da kriegen wir dann das Schneidwerk so nicht drauf. So. Sehr schön. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich ja ein schönes Foto. Ein schönes fürs Thumbnail. Schauen wir mal. Das Schöne ist. Oder ob man es eher aus der Perspektive. Wunderbar. Okay. So. Kurz zurücksetzen. Schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen. So, so war der Plan.
Da schnappt ihn sich. Passt. Gut, dann fahren wir mal hier aufs Feld. So. Hier vorbei. Und zwischenzeitlich müsste eigentlich auch schon wieder der Klaas voll sein und müsste wieder abgetankt werden. So, da vorne ist unser Feld. Und glücklicherweise haben wir hier eine Wiese, das heißt genügend Platz, um dann eben das Schneidwerk aufzunehmen. So, die rechte Wiese ist, glaube ich, erntereif, die linke noch nicht. So. Dann machen wir das mal hier so, stellen wir den erstmal so hin. So, hier ist der Klaas. Ah, okay. Ja, jetzt meldet sich der Drescher. 80%. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit dem hier noch aufs Feld fahren. Und schon mal das Schneidwerk anhängen. Sehr schön. So, dann einmal um den John Deere, um den neuen herum. Das müsste passen. Dann lassen wir den Traktor da stehen. Ja, passt fast, aber wir kommen ran. Zack. Bingo. Okay. Dann fahren wir mal da runter. Wir können ja schon mal aufklappen. So. Und dann werden wir hier schon mal beginnen. Dann müssen wir mal kurz schauen, weil der hat jetzt Strohablage. Ja, da machen wir natürlich, das müssen wir jetzt umstellen. So, das war glaube ich so. Na, müssen wir nochmal die Hilfe kurz einschalten. So. So rum, okay. Denn wir wollen ja nicht auf unser Stroh hier verzichten, denn das brauchen wir ja für unsere Tiere, für Futter und als Einstreu. Und vor allen Dingen können wir es ja im Zweifel auch noch verkaufen oder im Fermentersilo zu Silage verarbeiten. Wäre ja schade, das Ganze hier verrotten zu lassen. So, sehr gut. Setzen wir den jetzt um und schicken den hier jetzt auf die Reise mit dem Helfer. Und in der Zwischenzeit brauchen wir ja auch für das Feld hier noch einen Abfahrer. Und da schwebt mir auch schon was Spezielles vor. Jetzt gucken wir erstmal, wie es sich hier mit dem Kollegen hier verhält. Dachte ich es mir doch. So, wo ist unser Fendt? Da ist er. Dann werden wir den jetzt erstmal hier abtanken. Die erste Fuhre Raps haben wir ja in die Ölmühle da oben gebracht. Diese Fuhre bringen wir jetzt zu unserer Mühle am Haupthof. Und voll. Sehr schön. Gut, dann hier zwischen den Feldern durch. Und da dreht sich auch rechts unsere Mühle.
Und da steht auch noch, ja, da ist glaube ich ein bisschen Betrieb, da ist ein bisschen Stau, was die Ladewagen bzw. die Kipper angeht. Müssen wir glaube ich erstmal ein bisschen Platz schaffen. So. Dann werden wir den hier erstmal wegräumen. Ja, irgendwann ist sein Hof mit so vielen Geräten vollgestellt, dass immer irgendwie ein Gerät im Weg ist. So. Den stellen wir hier an den Kuhstall. So. Gut. Dann wieder zum Fendt. Zack. Mitten durch die Prärie. Den Glas hier, den können wir noch stehen lassen. So. Wunderbar. Das müsste eigentlich passen, wenn wir hier ranfahren. So, nochmal kurz vor. So. Yep, jetzt. Ups. Okay. Dann scheint es halt doch nicht zu passen. Okay. Dann werden wir es von der anderen Seite versuchen. Augenblick. Müssen wir so rumfahren. So, der andere hat auch schon einen vollen Korntank. Da müssen wir dann jetzt auch einen Abfahrer organisieren. Okay. Und jetzt passt. So, dann schalten wir hier Rapsöl, können wir jetzt einschalten. Raps ist voll. Und der Rest kommt ins Silo. So, sehr, sehr gut. Dann bringen wir den nochmal zurück. Und dann kümmern wir uns um einen Abfahrer für unseren Fendt. Quatsch, John Deere. Ich habe bestimmt schon mit dem Kopf geschüttelt. Wie kann der jetzt einen John Deere als Fendt bezeichnen? Naja, sind ja beide irgendwie grün, nicht wahr? Nur? Okay. Können wir den hier mal, wenn die Bahn gerade so schön passt, zwischenabtanken? So. So, sehr gut. Sehr schön. Okay, in der Zwischenzeit müssen wir uns jetzt Gedanken machen, mit welchem wir hier, und da haben wir nämlich einen ganz, ganz großen Hänger und deswegen nehmen wir den Xerion. So. Dann müssen wir jetzt aber erstmal zum anderen Hof fahren, weil dort haben wir nämlich einen richtig schönen großen Hänger. Hier um die Kurve, an der Bäckerei hier links vorbei.
machen einfach mal den Tempomat rein. 53 ist ja erlaubt. Ja, jetzt wo ich hier gerade am Schweinestall vorbeifahre, fällt mir auch gerade ein, wir haben jede Menge Gülle bei den Tieren und die müssen wir auch dann bei Gelegenheit ja, versorgen, entweder auf die Felder bringen oder in die BGAs. Und dann werden wir natürlich auch jede Menge Gärreste bekommen. Das heißt, da müssen wir dann auch mal schauen, wie wir damit umgehen. Denn ich glaube, das werden wir nicht alles auf die Felder bekommen. Dann werden wir halt eben auch die Gärreste mal bei Gelegenheit verkaufen. So, hier haben wir einen schönen Krone. Und mit dem fahren wir jetzt dann zum Gerstenfeld und zu unserem Johnny. Ja, ihr wisst ja, dass ich in der Zwischenzeit oder parallel hier zu Neubartelsagen auch noch die Map Neu Mini Brunn spiele. Und da haben wir dann ein paar andere Problemchen. Da wird ja auch in Kürze, werden wir da unsere Geräte entsprechend austauschen. Und Neu Mini Brunn ist ja eine ganz, ganz andere Map, an ganz andere Anforderungen. Die ist bergig, da brauchen wir PS-starke Maschinen. Aber auf der anderen Seite haben wir da nicht so große Felder. Das heißt, wir können mit kleineren Ausbringbreiten, mit kleineren Geräten 5, 6, 7 Metern arbeiten. Naja, vielleicht habt ihr mal Lust da reinzuschauen. Also wie gesagt, neben Neubartelsagen spiele ich ja hier noch zurzeit die Map Neu Mini Brunn. So, dann fahren wir hier rechts rum. Auch das Feld hier links ist meines Wissens erntereif. Hier mal ausschalten. Okay. So, da haben wir gerade das Pech, dass er gerade... Naja, okay. Den halben Meter hätte er jetzt auch noch schaffen können. So. So, wunderbar. Dann steigen wir um. Schauen wir mal, ob das hier mit dem Rohr soweit passt. Ja. Ja, ich denke auch bei 13 Metern würde man natürlich das breitere Schneidwerk nehmen. Mit über 15 Metern hätten wir natürlich die andere Variante nehmen müssen, wo das Rohr einfach hier etwas länger ist. Auch später für die 12 Meter, für das Schneidwerk, für das Gebiss, für die Sonnenblumen. Auch da sollte es dann absolut kein Problem geben. Ja, schönes Fahrzeug, muss man schon sagen. So, dann klappen wir wieder ein. Hat keine Kollision. So wie beim Glas. Okay. So, einmal zurückgesetzt. Und dann weiter. Sehr, sehr, sehr annehmbar. Gar keine Frage. Okay. So, wo ist jetzt unser Glas? Dann bringen wir den mal ein bisschen aus dem Weg. Ach, hier. Okay. So, 36% mit 16.000. Das heißt, den können wir also dreimal abtanken, bevor wir dann
das Ganze zum Silo bringen. So, sehr schön. Ja, da machen wir mal ganz kurz das Hilfefenster wieder weg und machen einen Snapshot. Sehr schön. Sehr gut. So, und während hier der Klaas wieder umsetzt und in die nächste Bahn fährt, der Klaas, natürlich der John Deere, ich glaube, ich werde mich nicht so schnell dran gewöhnen, dass wir mal hier eine andere Marke wieder einsetzen. Okay, also natürlich der John Deere hier umgesetzt hat, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für das Interesse, das ihr zugesehen habt. Vielen Dank auch allen, die mir schon ein Abo dagelassen haben und ein Däumchen, die mich hier ein bisschen unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich, der Baden-Farmer, sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio.